Wir schauen uns heute 15 Token 78 Plus Picks an. Da können Heroes drin sein. Natürlich Foot Birthday Spielers und Foot Fantasies und Road to the Final. Also wirklich eine, wie ich finde, sehr gute Auswahl. Und ja, wir hoffen einfach mal, dass natürlich irgendein Hero drin ist. Heroes wäre natürlich mega geil. Weil selbst so ein Marquess oder so ein Coit sind halt auch übel teuer. Ja, und wie gesagt, 15 Token, ob es sich lohnt oder nicht, weiß ich nicht so ganz. Team von ihm schauen wir uns da ja auch nochmal an. Gehen wir erstmal rein. Zinchenko! Das ist schon mal gut, finde ich, oder? Zinchenko ist, glaube ich, Fabian ist auch nicht so schlecht vom Preis her. Lamela auch eine gute Karte, aber ist ein bisschen billig. Zinchenko ist, glaube ich, schon gut für 15 Tokens. Der kostet, glaube ich, 400k plus. Ich frage natürlich, wen er haben will. Ja, ne, du willst Zinchenko. Ist das der mit Weak Foot oder Skills? Sogar der mit Weak Foot finde ich persönlich sogar besser für einen AV. 350k. Aber trotzdem, ganz ehrlich, für 15 Token eine 330k Karte muss man erstmal kriegen. Das ist der Neuanfang. Tomori Gold. Na, da kann man aber mal probieren, das abzugehen. Mit Cordoba. Cordoba Foot Fantasy Hero. Aber ich glaube, die sind echt selten. Also, ich sag mal, wenn wir einen heute kriegen im Video, dann wäre das schon gut. Viel Glück. Cordoba. Viel Glück. Raspadori. Ja. Aber da bin ich dann schon wieder ehrlich. Zinchenko fand ich gut. Raspadori finde ich schon wieder so für 15 Tokens ein klein bisschen zu wenig. Es ist eine gute Karte. Kann sich auch noch upgraden. Aber wir reden auch über 15 Tokens. Da bin ich auch ein bisschen streng. Schreib natürlich gerne mal rein, wenn du willst. Ich denke, du willst Raspadori. Aber, oder nimm ihn selber, wenn du kannst. Also, ja, er hat eine gute Chance natürlich auch aufs Finale und so. Ich guck mal den Preis nochmal an. 216. Ist halt nochmal 115k weniger. Das ist mir persönlich zu wenig. Er passt, glaube ich, zumindest einigermaßen in dein Team rein. Deswegen hoffe ich, dafür ist es noch okay gewesen. Nummer 3. Mbappé Gold. Vieira Baby. Den würde ich persönlich upgraden. Weiß gerade nicht, wer da so gut passt. Irgendwas, also was Besseres natürlich als Fabian. Im besten Fall. Den wir ja gerade hatten. Der wird natürlich passen. Also, ein Hero. Gib mir einen Hero. Park. Park meinetwegen. Lafont. Tommy, Fabian. Also der erste Pick war ja gut. Da dachte ich, okay, die haben Potenzial. Die beiden letzten lassen mich schon wieder zweifeln. Die lassen mich schon wieder zweifeln. Für 15 Tokens. Ich meine, 3 ist immer schwierig, ne? Ich versuche noch ein paar mehr aufzutreiben. Auch falls ihr es natürlich schaut auf den YouTube, falls ihr überlegt, den Kram selber zu machen. Ich habe Müll bei dem Pick gecallt. Beim nächsten wird es hoffentlich besser. Also ich würde Müller nehmen für SBC-Futter. Was will man sonst machen? Borussia 09. Rot-Weiß-Essen-Logo und hinten alles voll mit BVB. Oh, weia, weia, weia. Unten Schwarz-Gelb. Ach, du Heilige. Beino, Gittens, Jasinho. Trimmel immerhin. Alessandrini hast du schon gespielt. Und First Honor Rush. Alter, geil. 31 Spieler, 75 Tore, okay. Ja, Rush auf, also hast ja noch ein paar coole Karten auf der Bank. Team auf jeden Fall gut. Goretzka eingekauft. Wild. Upamecano auch gekauft. Okay, da sind auf jeden Fall ordentlich Coins noch im Team. Upamecano könnten wir natürlich jetzt auch kriegen, ne? Goretzka auch. Wäre eine Idee. Schauen wir mal, vielleicht kriegen wir einen von den beiden. Viel Glück. Oder ein Hero. Malen, Emerson, Ruben Diaz, Barella. Ja, also finde ich auf jeden Fall spannend. Wie teuer ist denn so ein Ruben Diaz? Wie teuer ist denn so ein Barella? Ich kann ich gar nicht abschätzen. Aber Ruben Diaz, ganz ehrlich, City-Karten sind halt immer übel OP, ne? Also übel teuer. Ruben Diaz Foot Fantasy kostet 900.000 Münzen. Ich hätte es vielleicht so 500 gesagt. Er hat halt auch nur 82 Pace. Aber ja klar, er kann noch Upgrades kriegen. Wie hat denn Manchester City das erste Spiel gespielt, was wichtig ist? Hat der schon Upgrade? Ich frage mal hier kurz in den Chat. 300k würde Barella kosten, wäre auch gut.
Ah, die haben noch gar kein Spiel gehabt. Das heißt, er bekommt sogar für den Win für drei Einsätze und wahrscheinlich für zwei Spiele und Gegentor. Schaffen die bestimmt. Also plus drei kriegt er bestimmt. Ja, dann ist das schon ein Brett. Der kann sogar auch nicht so unwahrscheinlich auf 94 gehen, weil die müssen alles gewinnen. Die werden sich anstrengen in der Liga, weil die Meister werden wollen. Dia safe. Nimm ich dir. Glückwunsch dazu. Okay, Zinchenko und Diaz. Im Durchschnitt haben wir eine 400k-Karte gezogen, ne? Aber okay. Junge, was ist das denn bitte für ein Team? Erstbesitzer. Okay, Haaland geholt. Wir gehen hier mal einmal ganz kurz durch. Yaya Touré, Lucio, Capdevila, Matthäus. Cruyff auch gezogen. Boah. Ja gut, Zidane war wahrscheinlich SBC, Jorginho war wahrscheinlich SBC. Maldini hat er gerade noch frisch gezogen. Wildes Team, mein Lieber, wildes Team. Das sieht echt crazy aus. Okay, pass auf, der kriegt jetzt wieder noch einen Hero von EA gegönnt. Pass auf. Auch Zinchenko. Ist das der mit den Skills? Ne, das ist genau derselbe auf demselben Spot. Ja, auch das ist gut, meiner Meinung nach. Also, wir haben jetzt fünf geöffnet, wirklich nur einen richtig schlechten. Raspadori war ja auch okay. Da habe ich ja auch ein bisschen gemeckert, auch zu Recht gemeckert, finde ich, aber der Rest war ja echt in Ordnung. Nummer 6. Dann haben wir hier. Ach, übrigens, was ich euch noch nachreichen wollte, in dem Video, der eine gerade mit Kylian Mbappé, Team of the Year, hat uns geschrieben, dass er den Mbappé bei einem EA-Gewinnspiel gewonnen hat. Kein Witz jetzt, das gibt es ja wirklich. Die verlosen ja, wenn die so EA-Streams haben oder E-Sport-Events, kannst du ja immer so teilnehmen bei diesen Gewinnspielen in deren Chat. Und er hat dann da Mbappé gewonnen. Die haben den dann angeschrieben. Und unglaublich, dass es überhaupt sowas gibt. Da ist es sogar. Dann wurde im Stream das angezeigt, dass du gewonnen hast, und dann haben die dir den Mbappé geschenkt. Ich fasse es nicht. Wirklich. Ich habe noch nie einen so großen Lacker gesehen. Aber naja, zurück zum Pick. Jetzt kommt der Hero. Auf geht's! Wieder Raspadori, wieder Lafont, Demarcus, Tagliafico. Also 4 Karten davon haben wir schon gesehen, ne? Ich glaube, nur Demarcus war neu. Mitoma haben wir auch immer irgendwie auf dem fünften Spot. Raspadori hat auch wieder so eine Top-Quote irgendwie heute. Raspadori, okay. Ja. Können wir abkürzen. Nicht mehr und nicht weniger. Aller ihn rein. Nummer 7. Ach, Prime Euse. Wild. Hakimi gezogen. Nice. Mandanda. Und Rivaldo sogar schon gemacht. Sehr cool. Sehr, 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 sehr schön. Ein Hero müssen wir heute noch ziehen. Was habe ich euch zu Beginn gesagt? Ein Hero muss noch kommen. Auch wenn es nur so ein Morientes ist. Ein Hero muss kommen. Isak. Oh, geil. Isak aber auch gut. Sehr, 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 sehr gut. Das ist ein No-Brainer, ne? Fabian will es ja nicht haben und Elli auch nicht haben. Aber ich frage natürlich trotzdem nochmal. Vielleicht ist er ja Isak gerne. Gut. Sehr, sehr geil. 350k, 400k. Der ist ja sogar nochmal gestiegen. Oh mein. Also, ehrlicherweise, ne? Die Picks können schon was. Man kriegt schon gute Sachen. Also, ich bin zwar immer noch so hin und her geschmissen, aber am Ende des Tages haben wir so viele Leute mit. Wir hatten halt einen wirklich schlechten. Alle anderen sind mit einer über 200k-Karte nach Hause gegangen. Und Isak ist halt auch wieder richtig Hammer, ne? Müsste der Achte sein. Alter, Ronaldinho, hast du denn auch bei einem Gewinnspiel gewonnen bei EA Sports? Oder warst du wirklich einer der drei Glücklichen, die den gezogen hat? Spiel bitte David Alaba links, weil der Linksfuß ist. Für meine persönliche Genugtuung. Ich hoffe jetzt natürlich, dass Araujo auch Rechtsfuß ist, aber ich bin mir relativ sicher. Okay, gucken wir mal. Hero haben wir immer noch nicht gehabt. Sonst bisher gute Sachen. Diaby hat er hier noch rumfliegen. Auf geht's! Ja, so. Genauso war der andere schlechte Pick, den wir hatten auch, ne? Aber ich find's krass. Wir haben immer auf der 5
Mitoma. Wir haben ganz oft Lamela irgendwie auf der, also Lamela, Lafont, Müller haben wir auch schon alle gesehen. Fernando weiß ich nicht genau, haben wir bestimmt auch schon mal gesehen. Vielleicht könnt ihr euch dran erinnern, ich mich nicht so genau. Das ist natürlich für 15 Targets ein absoluter Big-Bruch, ne? Das muss man so ganz klar sagen. Münster 19:06, VfL Bochum. Zwei machen wir noch, dann haben wir 10 gesehen. Ich hoffe schon mal, dass euch das zu Hause ein bisschen was geholfen hat. Dass ich euch vielleicht ermutigen konnte oder davor bewahren konnte, eure Tokens dafür zu nutzen. Road to Liga 3. Preußen Münster, falls ihr es nicht wisst, falls ihr nicht aus der Gegend kommt, aus NRW. Regionalliga kurz vorm Aufstieg in die dritte Liga. Wieso ich das weiß? Die rasieren immer Schalke 2. Auf geht's, jetzt kommt der Hero für den Münsteraner. Saliba, wieder eine Million. Junge, das ist, also, die werden ja gefühlt immer besser. Saliba und Diaz in 9 Picks ist ja schon so ein Big-Argument, die zu machen. Ja, den nehme ich, das ist ja ein No-Brainer. Da will ja jetzt kein Mensch Demarcus haben. Wie teuer ist der? 1,2, 1,3 Millionen Flocken. Boah, der muss ingame auch so gut sein, einfach weil der 86 Pace hat. Ich denke, der ist nochmal deutlich besser als Diaz. Und rein da. Hero, Zinchenko mal wieder. So wie immer, ne? So wie immer, 330k ist super. Können wir abkürzen. Leider kein Hero, aber auch das absolut solide. Der rettet halt, der Rest, ich weiß nicht, wie teuer Skriniar ist. Ich glaube, Skriniar kostet auch ein bisschen was, aber Zinchenko ist sogar diesmal der andere mit 5 Sterne Skill Moves. Soll ich einfach aufmachen? Okay. Ja. Nächster über Dings, Discord mit Jakob. Jakob, was sagst du? Bodenlos. Super Pick, ne? Emerson ist halt zumindest spielbar, aber sonst. Naja, war jetzt nicht ganz so gut. Die nächsten öffne ich, glaube ich, lieber selber. Zeig mir noch kurz deine Truppe hier. Vielleicht kann ich den für Trippier reinmachen. Das stimmt, und der passt gut zu R9. Ja, der ist schön hier. Naja. Ich danke dir. Was sehe ich denn hier nochmal zum Abschluss? Gekauften Lodder. Gekauften Jairzinho. Der Mann ist so reich. Okay. Das ist, glaube ich, dann der 12. oder 13. oder so. Jetzt noch ein paar im Schnelldurchlauf gemacht. Den letzten nehmen wir nochmal mit. Auf geht's. Und Firmino ist auch teuer, ne? Liverpool ist halt rausgeflogen. Barella ist auch nicht schlecht. Also, Picks, ehrlich, in Ordnung. Kann man machen, muss man nicht machen. Wie gesagt, ich bleib bei Shiba, aber wenn du SBCs machen willst, Vorderpacks sind natürlich dann auch in Ordnung, aber trotzdem waren auch ganz gute Sachen mit dabei. Barella kann natürlich auch noch steigen. Spielen gegen Benfica. Schwierig, wen ich dann nehmen würde. Würde ich mir dann mal überlegen. Ich fand Firmino richtig gut in Game. Aber das war's auf jeden Fall vom Video. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. RTG-Folge gibt's morgen auch wieder. Und ja, dann sehen wir uns dann wieder, meine Freunde. Bis dann.